Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die PayPal-Aktie an. Wir werden uns mal das aktuelle Quartal anschauen. Und im Chart werden wir sehen, in welcher Flugzone wir uns aktuell finden. Mit meinen Widerstand- und Unterstützungszonen. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir in der Income Statement. Und in der Income Statement können wir sehen, dass wir 88% Umsatzzuwachs hatten in dieser Zeitperiode mit der Trailing 12 Month letzten vier Quartale zusammen. Das heißt, aktuell liegen wir auch am höchsten Umsatz. Betriebsergebnismäßig sehen wir auch, dass wir auch aktuell den höchsten Betriebsergebnisumsatz haben mit 106% Steigerung gegenüber dem Jahr 2018. Wir sehen nettomäßig auch einen Zuwachs von 83%, aber nettomäßig war der höchste Profit im Jahr 2020. Aber aktuell liegen wir nun auch am dritthöchsten Wert mit diesem Nettoumsatz. Freie Cashflow sehen wir Rückgang von 31%. Wir sehen auf alle Fälle, dass der freie Cashflow niedriger ist wie der Nettoumsatz. Hier war er höher, hier auch höher, hier höher, hier höher und höher. Das heißt, wenn dieser freie Cashflow höher ist, ist auch ein Mehrpotenzial für die Aktie für steigende Kurse. Dividende zahlt sich aktuell ja keine. Bargeldmäßig haben wir einen Zuwachs von 26% in dieser Zeitperiode. Auf alle Fälle sehen wir, wenn der freie Cashflow wieder höher ist wie der Nettoumsatz, ist mehr Fantasie für höhere Kurse wahrscheinlich. Finanzdaten im 5-Jahres-Durchschnitt und aktuell sehen wir Profit Margin 14,2% und aktuell nur noch 13%. Das heißt, wir haben hier auf alle Fälle höhere Kosten. Obwohl der Umsatz höher ist, bleibt weniger über. Aber im Verhältnis sind es halt 13%. Freie Cashflow 5-Jahres-Durchschnitt 4,6 Milliarden US-Dollar, aktuell nur noch 3,1 Milliarden US-Dollar, ist ein Rückgang von 32%. Das heißt, wir sind auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt vom freien Cashflow aktuell in der Trading 12-Month-Bilanz. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Gerne könnt ihr Kommentare schreiben und ich werde sie euch dann beantworten. Und freue mich schon auf eure Kommentare, was ihr aktuell zur PayPal-Aktie sagt. Kaufen? Halten oder verkaufen? Wo zieht ihr denn das Kursziel aktuell? Die PayPal Holding Incorporation ist im Finance-Sektor tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Ticker. Den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Da seht ihr auch den aktuellen Kurs von der PayPal-Aktie an der Nasdaq. Hier die Bilanz 2022. Dezember sind das Bilanzschlussjahr und die Trailing 12-Month-Daten. Wir sehen Return on Equity 12% 2022. Aktuell 19%, das heißt, hier sind wir auf alle Fälle besser. Zur Bilanzsumme sind wir auch besser mit dem Nettoumsatz, Return on Asset, und das investierte Kapital ist auch besser erwirtschaftet, mehr Rendite wie eben aus der Bilanz 2022. Das heißt, alle Daten Trailing 12 Months sind besser, obwohl der Aktienkurs niedriger ist wie im Jahr 2022. Das Preis-Sales-Verhältnis ist mit 2,4 in der Line, jetzt sogar optimaler, weil der Umsatz höher ist mit 2,15. Buchwert liegen wir auch in der Trailing 12 Month besser wie im Vorjahr 2022. Buchwert aus der Bilanz 2022 ist 17,47 US-Dollar. Wir sehen, Langfristigkeiten sind niedriger wie das Eigenkapital, aber Gesamtverschuldung ist höher wie das Eigenkapital. Der Kurs an der Börse ist 57 US-Dollar. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung, das Enterprise Value, die Trading 12 Month Ergebnisse pro Aktie und das KGV liegt bei 17 aktuell. Freie Cashflow ist 4,4 und das Verhältnis ist 13. Hier auf alle Fälle auch sehr günstige Werte. Aber im 5-Jahres-Durchschnitt liegen wir am hohen Wert, fast bei 22,5, aber liegen drunter mit 21,7 und auch freien Cashflow mit 14. Das heißt, diese sind auch auf alle Fälle im grünen Bereich, so wie hier auch. Auf alle Fälle sehen wir, dass aktuell Trailing 12 Month die Earnings per Share höher sind wie im 5-Jahres-Durchschnitt, was auf alle Fälle mal ein gutes Zeichen ist pro Aktie. Hier sind wir im Monatschart von der PayPal-Aktie und wir sehen hier eine Seitwärtsrange 113, 121, dann Abverkauf runter, nächste Zone 72, 88, kurz mal drüber, auf die 104 wird getestet und dann hier eine lange Seitwärtsrange. Und dann Bruch nach unten, nächste Flugzone mit 64 US-Dollar zu 72 US-Dollar und aktuell finden wir uns nun in der 55er und 64er Zone. Das heißt, solange wir in dieser Zone bleiben, kann der Kurs hier hin und her pendeln und die 64 wird zur Widerstandszone. Im Wochenchart werden wir das detaillierter sehen und wir befinden uns auch unter dem gleitenden Durchschnitt, was auf alle Fälle mal nicht positiv ist. Denn in USA, Amerika schauen sehr viele Investoren
auf diesen großen kleinen Durchschnitt. Ist der Kurs drunter? Negativ. Ist der Kurs drüber? Positiv für steigende Kurse. Q3 23er Daten. Wir sehen hier Buchwert 17,95 pro Aktie, die Earnings per Share 3,36, Freie Cashflow 2,9. Buchwertverhältnis 3,17, fairer Wert aus Buchwert und Earnings per Share ist 37 US-Dollar, vom Nettozuwachs 51 US-Dollar und vom freien Cashflow 38. Simulation, Wachstum oder Schrumpfung? Wir sehen hier eine Vorausschau bis zum Jahr 2027. Hier Buchwert pro Aktie, Earnings per Share pro Aktie, freie Cashflow pro Aktie. Fairer Wert, Buchwert und Earnings per Share 41 am Ende 2023, dann 45, 49, 54, 60. Vom Nettozuwachs, während das eintrifft, wäre das optimal, haben wir aktuell 58, 65, 75, 85 und 97 als fairen Wert in der Zukunft bis zum Jahr 2027, wenn die Earnings per Share um 14% gesteigert werden können und das Eigenkapital um 6,15% pro Aktie nach oben geht. Dann wären diese Werte als fairen Wert heranzuziehen. Hier sind wir wieder am Wochenchart und im Wochenchart sehen wir auf alle Fälle mal auch hoch, abwärts gerichtet, kein neues Hoch, runter, kein neues Tief, kein neues Hoch, wieder runter, kein neues Hoch, runter, kein neues Hoch, runter. Und wir sehen, auf aktuell sind wir nun in dieser Flugzone 55 und 64 und wir sehen, dass die 64 hier eine Unterstützung Widerstandszone war. Auf alle Fälle wird das nun eine Widerstandszone. Wichtig auch hier, kleiner Durchschnitt. Aktuell noch drunter, gehen wir auf die 64, sind wir drüber, wäre das gut. Gehen wir unter die 50 US-Dollar runter, sehen wir die 48 US-Dollar, die nächste Flugzone als Unterstützungszone. Hier sehen wir die Earnings per Share, Zuwachs pro Aktie sind 92% und freier Cashflow-Rückgang von 27%. Dividende zahlt sie ja aktuell keine. Consolation-Fazit, wir sehen hier Umsatzzuwachs von 88%, Nettoumsatz von 84%, hier ein paar Werte zu den Earnings per Shares und 5-Jahres-Earnings per Share, das Verhältnis zum aktuellen Kurs, ist auf alle Fälle mal grün, okay. Profit Margin ist auf alle Fälle positiv mit 13% und diese Werte sind auf alle Fälle besser als die Bilanz 2022. Mal sehen, wie es Q4 aussieht. Auch dieser Wert ist günstig, da liegen wir auf alle Fälle ein bisschen zu hoch über dem Buchwert und der Chart auf Monatsbasis abwärts gerichtet befinden uns noch unter dem gleitenden Durchschnitt. Das heißt, solange wir drunter bleiben, ist das immer noch negativ. Vielleicht können wir hier einen Boden bilden zwischen 55 und 64, die nächste Flugzone, der Sektor. Falls wir unter die 55 runtergehen, kommt der Sektor mit 48 Dollar wieder als nächste Unterstützungszone. Bleiben wir drüber, 64. Auf alle Fälle noch abwärts gerichtet. Keine neuen Höchstkurse und höhere Tiefs sind aktuell ausgebildet worden auf Monatsbasis. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.